Hallo und herzlich willkommen in YouTube zu meinem ersten Random Booster Pack Opening Video. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier vor uns jeweils 10 Booster Packs von Legend of Blue Eyes White Dragon und noch ein paar, also auch 10 Packs von dem Collectors Pack Duelist of Legend, die mir ein guter Freund noch besorgen hat können. Ja, und wie ihr wisst, beim Random Pack Opening habe ich einfach mal von den Packs, die ich habe, mir alle durchgemischt und dann jeweils mir 10 ausgesucht und die werden wir jetzt gemeinsam öffnen und hoffentlich haben wir da noch ein paar gute Karten dabei, vor allem beim Collectors Pack. Duelist of Legend fehlt mir noch immer diese komische Güterwartenkarte als Super Secret Rare. Und bei Legend of Blue Eyes White Dragon fehlt mir leider immer noch der rechte Arm des Verbotenen und der rotäugige schwarze Drache. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir mit den Packs mal an. Gut, ich würde sagen, fangen wir ganz locker mit dem Legend of Blue Eyes White Dragon Pack Nummer 1 an. Hier mit den kleinen Drachen, Falle entfernen, dann Silberpfeil und Bogen, Larvas. Und als erste Rare der Riesensteinsoldat. Schon mal nicht schlecht. Die lege ich einfach mal hier so hin. Und hier die Rare. Dann das erste Pack vom Collectors Pack Duelist of Legend. In der Hoffnung, dass wir hier Karten bekommen. Also zumindest die Karte, die wir noch nicht haben. Hier haben wir das Himmelsschwert Eatos, Seelenwechsel und als erste Rare hier der Hügel des gebundenen Schöpfers. Ist auch nicht schlecht. Und hier nochmal der Schnellgüterzug und Ra's Schüler. Gut, dann zweites Pack. Zu Legend of Blue Eyes White Dragon. Hier haben wir Yami, dann Hohe Flut Gujin, dann der Stahlogergrotter Nummer 1, der kleine Schildwache und der Leichenfledderer als Rare. Gut. Dann zweites Pack zum Collectors Pack Duelist of Legend. Hier haben wir als erstes die Brachialsense. Dann irgendwas mit Überfallraptor oder so ähnlich. Und als zweite Rare hier Legende des Herzens. Auch nicht schlecht. Lege ich mal hier so hin. Eishand und die Dampflok in Kamen. Gut. Dann drittes Pack. Und ja, schauen wir mal, was wir hier drin haben. Hier haben wir wieder den Flammenmanipulator. Sogen, dann den Doppelmoligen. Dann den Tiefseehai und Feuer-Yaryu. Gut, hier war leider jetzt nichts drin. Dann auch schon beim nächsten Duelist of Legend Booster Pack wieder. Gut, hier haben wir Sonnenaufgang über Ayers Rock, Double Passé und ja, als
Super Rare, der Mathematiker. Ist nicht schlecht. Und als Rare ebenfalls ein Kampfraptor. Monster dann raus, Schüler. Und ja, gut. Dann sind wir auch schon wieder beim nächsten. Legend of Blue Eyes White Dragon. Booster Pack. Hier haben wir den Totenkopfdiener, das Schwert der Legende, die kleine Fee, der Succubusritter und die Echse. Leider auch keine Rare oder sonstiges dabei, aber okay. Gut, hier sind wir dann auch schon wieder beim vierten Duelist of Legend Booster Pack. Hier hat man wieder behüteter Schatz, wieder Seelenwechsel und noch ein Hügel des gebundenen Schöpfers als Rare. Dann magische Hand und wieder raus, Schüler. Okay. Gut, ich lege das mal ein bisschen weiter hier hin. Und dann sind wir auch schon beim fünften. LOB-Pack angelangt. Und hier haben wir den dunklen König des Abgrunds. Funken. Dann Herr des Waldes. Wieder Succubusritter und wieder die Echse. Okay. Ja, wie gesagt, gerade bei den älteren, also bei den älteren Sets hat man da leider keine garantierte Rare. Gut, dann hier auch nächstes Pack. Wieder die Brachialsense. Dann, ich glaube, letzter Kampf der Monster. Und auch wieder ein Kampfflügel oder Überfallraptor Monster als Rare. Dann ebenfalls wieder die magische Hand. Dann auch wieder ein Flügelraptor Monster. Und ja, sonst nichts. Gut, sechstes LOB Pack. In der Hoffnung auf unsere erste Holo vielleicht. Vielleicht sogar eine der Holos, die wir brauchen. Gut, hier haben wir das dunkle Graue. Dann Macht von Kaishin. Hinotama Seele. Stolpertrap-Bestie und harte Rüstung. Okay. Hier ist leider auch nichts Neues, Weltbewegendes dabei. Dann auch schon zum sechsten Collectors Pack. Hier haben wir wieder Soul Charge, Abhören, Berserker Seele als Rare ist auch nicht schlecht, wie ich jetzt finde. Dann wieder die magische Hand und wieder raus Schüler, okay. Gut. Dann siebtes LOB Pack. Hier wieder das dunkle Graue, wieder Macht von Kaishin, der dunkle Nebelkönig, abscheuliche Keime und das gewitzte Phantom. Ja, auch hier nichts Weltbewegendes dabei, irgendwie ein bisschen schade. Aber okay. Dann sind wir auch schon wieder beim siebten Duelist of Legend Pack angelangt. Hier haben wir wieder eine Fusionskarte von Jaden. Dann wieder Double Passé und ja! Perfekt! In Secret Rare haben wir hier den Railroad Ruffigan. Perfekt. Somit haben wir jetzt auch das Duelist of Legend Booster Set komplett. Freut mich wirklich sehr, dann Psychorit und wieder die Dampflok. Ja, gut. Zumindest hier haben wir jetzt das Set komplett.
Was mich natürlich auf jeden Fall freut. Dann sind wir auch schon beim achten LOB-Pack. Hier mir Wald, kleiner Engel, Silberpfeil und Bogen, Larvas und den Flammengeist in Rare. Wie gesagt, wie ihr seht, bekommt man gerade von den sehr alten koreanischen Yu-Gi-Oh! Booster Sets nur sehr schwer. Ja, Holo-Karten oder eben halt auch Rares. Gut. Dann sind wir auch schon beim achten Pack angelangt. Hier haben wir wieder Soul Charge, wieder Abhören und Sabathils Stein als Rare. Gut, hier haben wir die Lumineszenzhand, dann den Carbonatdrachen. Jetzt weiß ich jetzt, das war eine Karte von Bastion aus Yu-Gi-Oh! GX. Hier haben wir das vorletzte Pack zu LOB. Hier haben wir wieder den Totenkopfdiener, Schwert der Legende, den Hoheflut Gutschin, Stahlogergrotte und Finsterdornen. Also auch nichts. Ja, gut, immerhin hier haben wir jetzt die fehlende Secret Rare bekommen. Gut, hier haben wir jetzt auch schon das neunte Pack. Hier haben wir wieder Soul Charge. Dann, ich glaube, Abwehr des Sternstabdrachens. Dann Torblocker in Rare. Die Eishand und noch einmal die Dampflok. Gut, dann sind wir auch schon beim letzten Pack zu LOB angelangt. Vielleicht haben wir hier noch etwas Spannendes. Würde mich zumindest auf jeden Fall freuen. Hier haben wir Nemuruka, Ödland, Kagemusha, Herr der Flammen, die bezaubernde Nixe und ein Drachenfanggefäß in Rare. Gut, ja, immerhin vier Rares. Ist eigentlich nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, ich habe einfach mal schnell 10 Packs rausgenommen. Und ja, hier sind wir auch schon beim letzten Duelist of Legend Pack. Hier immer wieder das Himmelsschwert Eatos. Dann auch wieder diese Karte. Und nochmal ein 10 Nummer 5. Xyz Monster in Rare, was wir auch schon jetzt öfters hatten. Dann wieder die magische Hand. Und wieder der Kampfflügelraptor. Gut. Oder Kampfflügelmonster. Gut. Ja. Dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir zumindest jetzt dieses Set endlich komplett haben. Bin ich wahnsinnig froh. Ja, gut. Wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und wie immer, für sonstige Fragen oder Anregungen könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und besucht auch gerne meine Facebook-Seite, damit ihr auch da rund um meinen Kanal und meine Yu-Gi-Oh!-Projekte immer auf den neuesten Stand seid. Bis bald, euer Card Collector 116.